So Freunde, willkommen zurück. Ja. Zu einem weiteren Video von uns. Wir hoffen mal, dass man die Windgeräusche nicht so ganz stark hört. Heute haben wir nämlich unseren Windbommel-Dümmel dran. Heute geht es um ein anderes Auto. Wir haben schon mal das Lenkrad von diesem Auto gemacht. Und zwar von dem Mercedes SLK R171. Ein wunderschönes Auto. Ein wunderschönes Auto, ja. Wir wollen euch einfach praktisch das Auto ein bisschen vorstellen, euch sagen, wie es sich fährt, was so halt die Daten davon sind und ob das ein gutes Auto ist oder ein schlechtes Auto. Ob sich der Kauf gelohnt hat, oder? Genau. Dementsprechend auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Wir sehen uns nach dem Intro. Ich würde sagen, wir fangen an. Ja. Ihr Part, Herr Luis. Ja. So, also als allererstes. Das ist, wie gesagt, ein SLK R171, also das Modell R171, der ist jetzt Baujahr 2008, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, 2008. Weil danach gab es nur noch den R172 und dann ist es, glaube ich, schon auf den SLC übergegangen. Genau, hier haben wir den SLK 350, also jetzt höchste Ausbaustufe, bevor es dann zum AMG geht. Also 3,5 Liter Motor mit 306 PS, glaube ich. Also mehr wie der 330 auf jeden Fall. Ja, mehr wie der 330 auf jeden Fall, ja. Und noch besserer Sound. Besserer Sound ist auch, ja. Das geht. Ja, genau. Also wie gesagt, 306 PS aus einem V6 Sauger. Dementsprechend eigentlich auch eine recht schöne Klangkulisse. Wir haben einen Serien-Endtopf drauf, was sich aber eventuell dieses Jahr noch ändern wird, weil wir überlegen, eine Pircher Abgasanlage dran zu bauen. Was natürlich dann nochmal ein bisschen geilerer Sound wäre. Ehrenloser laut wird. Ja, genau, da es ehrenlos laut wird. Nee, aber ansonsten, was man noch zu dem Auto sagen kann, es ist für das Alter in einem sehr, sehr guten Zustand. Wir haben jetzt 80.000 Kilometer, glaube ich, knapp. Nee, ich glaube sogar 70.000. Irgendwie 70.000 knapp drauf. Dementsprechend ist das Auto auch noch in sehr gutem Zustand. Es ist ein Garagenwagen natürlich, so wie es sich für ein Cabrio gehört. So wie der Maurice das sich jetzt auch angeschafft hat. Genau. Ansonsten, das Auto macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Das werden wir jetzt auch gleich nochmal dann während dem Fahren merken. Ist schön agil und sowas. Ansonsten kann man sagen, von der Qualität her ist es halt natürlich Mercedes. Ist gut ausgestattet, sage ich mal. Grad, du bist ja schlecht. ist schlecht, ist kacke. Nee, also da merkt man halt jetzt einfach nur, klar, das ist nicht mehr das alleraktuellste sowas. Da gibt es halt noch viele Knöpfchen. Aber vom Design muss ich zugeben, geht's ja. Ja, vom Design her finde ich eben auch, ist das Auto noch einfach nicht zu weich gebügelt. Die neuen sind halt alle so protzig, breit, sonst was. Und der ist halt eher noch so auf der sportlichen Seite. Das merkt man halt auch einfach beim Fahren ein bisschen. Klar, also das Getriebe ist schon ein bisschen Mercedes-typisch halt, ne? Also es ist... Erkläre. Ja, es schaltet langsamer und sowas. Er braucht ein bisschen, wenn man jetzt wirklich theoretisch einen Kickdown macht oder sowas, bis der Kickdown auch wirklich ankommt, das dauert dann doch schon ein Stückchen. Aber sonst macht das Auto auf jeden Fall sehr viel Spaß. Dementsprechend werden wir uns auch ins Auto mal begeben. Genau, am Ende werdet ihr natürlich auch noch ein Pörnchen bekommen. In diese gute Lage, genau. Aber dann würde ich sagen, wir gehen jetzt rein. Genau, also im Innenraum angekommen. Hier seht ihr jetzt hier auf jeden Fall noch das neue Lenkrad. Das haben wir euch aber schon gezeigt, ne? Ansonsten, wenn wir jetzt aufs Infotainment zu sprechen kommen, ist es natürlich schon etwas veraltet. Ich tue jetzt mal kurz den Schlüssel rein, damit ihr das auch alles seht, ne? Das müsste sich jetzt gleich automatisch anschalten. Hier, Mercedes-Benz, ja. Ist halt klar, relativ kleines Display, hier noch diese ganzen Tasten und aber so. Aber diese Tasten, ja, die gab es so lange bei Mercedes. Ja, die gab es echt 15, ewig. Oder? Ich weiß nicht wie lang, aber ich habe mir echt immer gedacht, so, wie blöd seid ihr eigentlich, ne? Ich meine, heute sind sie fast eigentlich Vorreiter, was Innenraum angeht, ne? Aber damals finde ich, klar, also da siehst du halt auch geil. Auflösung. Alter. Ist da auf jeden aber Fall. Aber sagen musst, die ist fast besser wie beim Opel. Ja, gut, das kann ich mir auch wieder vorstellen, ja. Nee, aber ansonsten halt alles drin, was man sonst braucht, klar. Genau, ansonsten lässt sich, glaube ich, auch gar nicht so viel sagen. Einzigstes, was ich vielleicht noch cool gefunden hätte. Hallo Blick, ist das korrigiert? Das Einzige, was ich vielleicht noch cool gefunden hätte, weil man kann zwar Wassertemperatur anschauen, aber keine Öltemperatur. Das wäre halt noch so die einzigste Sache gewesen, was, glaube ich, ganz cool gewesen wäre.
Aber ansonsten muss man echt sagen, halt klar, Lederqualität, alles wirklich super. Ist jetzt auch keine krassen Schäden dran oder sowas aufgrund des Alters oder sonst was. Wird natürlich auch immer schön gepflegt. Genau, aber ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich, wenn wir nochmal fahren. So Freunde, also jetzt noch einmal, eben während wir fahren, wollten wir euch auch einmal einfach kurz demonstrieren, wie das ist mit der Beschleunigung, was ich gesagt habe, dass der ja ein relativ zögerliches Ansprechverhalten hat. Ich werde euch jetzt gleich ein Kommando sagen, dass wir Vollgas geben und dann könnt ihr ja selber schauen, wie lange das Ganze dauert. Und zwar Vögelchen weg, Vögelchen weg. Jetzt geben wir mal Gas. Also das hat schon wirklich, das dauert schon, bis der dann wirklich da ankommt und sagt, ja, ey, jetzt geben wir ein bisschen Gummi, ne? Genau, das ist halt das Einzige, was vielleicht nicht so geil ist, aber ansonsten die Lenkung ist auf jeden Fall recht direkt. Jetzt nicht mega schwammig oder ja, sowas. Gleich. und sonst, also das Fahrwerk ist natürlich auch eher auf der komfortableren Seite und nicht zu straff. Aber ich sag mal so, für jetzt für alltägliches Fahren sowas ist es völlig in Ordnung. Oder auch für eine längere Strecke kann man sehr gut damit fahren. Genau. Aber auch halt auf der Landstraße, wenn man mal ein bisschen Kurven räubern will oder sowas, geht es natürlich auch sehr gut klar. Wir haben noch eins nicht erwähnt, den Preis des Fahrzeuges. Stimmt, der Preis. Gut, also ich weiß nicht, der Preis ist glaube ich gerade relativ stabil. So bei um die 20.000, 21.000 oder sowas, glaube ich. Wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche, weil wir schauen eigentlich schon immer auf den Markt, halt, um zu schauen, ist er wertstabil, ist er nicht wertstabil. Aber ich glaube, dass der sich da ziemlich in Waage hält, vielleicht ein bisschen mehr oder sowas. Genau, also wenn das jetzt einer sieht, als Wertanlage, ist er jetzt nicht krass gestiegen in den Jahren, aber er ist auch nicht gefallen. Also man hat... Ist ja besser wie... Ja eben, man kann ein Auto nutzen, ohne dass es weniger wert wird. Also ist glaube ich auch gar nicht so schlecht. Genau, aber ansonsten müssen wir nicht viel mehr sagen. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag. Ein Like, ein Abo da lassen natürlich. Guter Content. Ja, guter Content. Wir haben guten Content. Ja, ansonsten, adieu. Tschüss. Tschüss.